Willkommen zurück zu The Crew 2. Jetzt ist es soweit, wir tunen den Königsegg Agera R. Oh, sieht der göttlich aus, der Wahnsinn. Ah, ich bin verliebt in das Auto. Auf jeden Fall haben wir schon gesehen, die offiziellen Farben. Da war weiß meine Lieblingsfarbe, wobei rot. Buh. Sieht gut aus, ja. Es gibt da noch andere. Eieiei. Boah, heftig. Also dem stehen auf jeden Fall knallige Farben, muss man sagen. Krass eigentlich. Aber der sieht immer gut aus, der Wahnsinn. Boah. Oh. Alter Schwede. Ich finde das krass mit diesem Schimmereffekt. Oh Gott. Chrom. Matt, naja. Eloxiert. Oh, das ist doch... Oh. Egal, auf jeden Fall Farben wollen wir gar nicht groß reden. Ich will eigentlich weiß behalten, vorerst. Dann wollen wir aber am Aussehen was feilen. Mal schauen, Motorhauben können wir ändern. Mit Luftschlitzen. Carbon mag ich gar nicht. Carbon braucht man gar nicht drüber reden, ne. Ne, da sagt mir gar nichts zu. Da bleibt Standard. Stoßfänger. Ah, okay, da hätte sich jetzt die Lufteinlässe verändert auf der Seite. Okay, Frontspoiler. Boah. Das ist ein bisschen too much, oder? Also die Lufteinlässe an der Seite kann man machen, ja. Die nehmen wir. Dann. Ah, ich glaube, die Felgen, da machen wir mehr schlecht als recht. Das bleibt auch Standard jetzt erstmal. Den Bremssattel machen wir... Naja gut, wir machen den Bremssattel rot, weil Autos mit roten Bremssattel sind bekanntlich schneller, ne? Hab ich gehört. Dann Außenspiegel, gibt's die in Chrom? Ne, in Matt. Oh, und dann hier die scharfen Kanten. Wir nehmen die scharfen Kanten. Haben's ja, ne? Gut, was haben wir hier? Seitenschweller. Hier mit quasi Luft nochmal, Lufteinlass. Nee. Too much machen wir nicht. Kotflügel hinten. Ah. Wir haben die kleinen und da gibt es nochmal große von. Was auch das Heck verändert. Wir machen die großen, ja. Das ist okay, das ist dezent, sagen wir mal. So, Heckspoiler. Gibt's feste Spoiler und eben die verschiebbaren. Wobei, das war jetzt der Stand, den wir drauf haben. Den finde ich nicht schlecht, besonders hier mit der Linie, die so runter geht. Das behalten wir auch. Hinten der Stoßfänger. Boah. Oh, nee. Nee. Das geht gar nicht. Das geht auch gar nicht. Das ist hässlich. Okay. Also das ist der Standard. Der 1er ist der Standard hier. Da sieht der 2er schon besser aus. Der 3er schlechter. Der 4er sieht okay aus. 5er okay. Hm, gut, da werde ich den 2er nehmen. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Sieht am besten aus. Wunderbar, gut. Performance habe ich schon im letzten Video ein bisschen was getuned. Es gibt, glaube ich, nicht mehr viel zu tunen, ne? Also wir haben jetzt hier schon ein paar Sachen auf 286. Das Fahrzeug ist aber auch heftig. Also der startet bei 280, was halt auch nicht gerade schlecht ist, muss man sagen. Mit 1114 PS oder so, heftig. Ja, es ist immer noch ein hammergeiles Auto und ich liebe es über alles. Besonders schaut mal, wie die Tür aufgeht. Göttlich. Göttlich. Gut, ich habe genug geschwärmt. Ich würde sagen, gehen wir mal auf die Straße und versuchen das Auto ein bisschen besser zu machen, oder? Man meint, es geht nicht besser. Deswegen, wir nehmen dafür... Was nehmen wir dafür... Also eigentlich wieder ein Hypercar-Rennen. Wir können ja mal im Norden ein bisschen rumfahren, oder? Hier im Norden, da waren wir doch noch kaum. Hier mal in der Gegend, hätte ich gesagt. Mit dem Königsegg. Schön, dass du meine Einladung angenommen hast. Nein, ich nehme die nicht an. Hast du richtig verstanden? Du fährst für Wade? Im Moment war ich für mich. Zu sein, deswegen mache ich dir einen Vorschlag. Ein Rally-Raid. Jetzt Saru. So. Woohoo! Königsegg-Power. Wir wollen jetzt ein bisschen rumfahren. Geweih. Warte. Wir haben doch gerade eben das gesehen. Da war doch ein Hirsch. Wieso geht's nicht voran? Wir haben hier nicht die Offroad-Reifen dran, ich merke schon. Im Schnee geht da nichts mehr voran.
Wir werden wieder einen Hirsch finden. Boah, die Spiegel sind ein bisschen much, oder? Too much, glaube ich. Wie schaut denn das von vorne aus? Schlitzaugenspiegel. Naja. Mal schauen, vielleicht kann ich mich damit noch anfreunden. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr meint von den Spiegeln. Also ich würde, glaube ich, wieder die Standardspiegel drauf machen. Die waren schöner, die sind too much hier. Oh, da. Bleibst du da? Hirsch! Ha! Habe ich dich erwischt, Hirsch. Wir machen jetzt schnell ein Foto. Fototime! Mit dem schönen Königsegg im Hintergrund. Wahnsinn! Göttlich! Göttlich! Und das gibt auch richtig schön Credits, also Bugs und Fans. Deswegen, jetzt müssten wir Kult sein, glaube ich. Und Badoom, oder? Nein? Wie? Noch nicht Kult? So klappt. Ah, nee, doch nicht. Neue Episode der Live Extreme Series. Sehr schön. Jetzt verfügbar. Es ist noch nicht lange her, dass wir Perfekt. Die Chance bekommen haben, gegen die Pros anzutreten. Jetzt will Live das. Bisschen Geld, die Pros bisschen. Sind, die von den Newcomern CCs. Werden. Perfekt. Nicht schlecht, würde ich jetzt sagen. Gibt's auch wieder neue Aktivitäten, neue Herausforderungen. Und da oben ist ein Pokal. Muss man gleich mal schauen, was das bedeutet. Wahrscheinlich der. Wieder eine neue Live Extreme Series oder sowas. Oder wahrscheinlich das Ende der Live Extreme Series. Kann ich mir vorstellen. Wow. Ah ne, der ist weg. So berühmt, dass es kein Rennen mehr gibt, zu dem du hier, nicht eingeladen wirst. Episode 2. Aber siege weiter. Episode 4 haben berühmter. Wir schon. Und was kommt mit dem Ruhm? Follower. Episode cool. 5. Das Event ist verfügbar. Brauchen wir Alpha so cool, Grand Prix Fahrzeug. Für. Dann sorge dafür, dass haben wir noch nicht genügend Geld. Fahrzeuge hast. Und du bist dabei. Okay. Ich glaube, viel mehr gibt's auch nicht mehr, oder? Ich weiß es nicht. Ich glaube, The Crew will eher so aufs Open World raus. Oh, aber ich mag das auch. Einfach irgendwo hinfahren, wo man Lust drauf hat. Das macht Laune. Ja, sehr schön. Übrigens, ich bin jetzt eine Woche quasi im Urlaub. Deswegen werdet ihr höchstwahrscheinlich in der darauffolgenden Woche wieder Livestreams erwarten können. Also sprich, in der darauffolgenden Woche gibt es einen Livestream dazu, wer auf dem aktuellen Stand bleiben will, auf Facebook oder eben auf Instagram followen quasi, damit ihr da Bescheid wisst und rechtzeitig informiert werdet, wenn der Livestream kommt und wann er kommt. Springen. Perfekte Landung. Freundeshighlight geschlagen. Aha. Haha. Sind wir schneller gewesen. Was ist denn da für ein Pokal in der Nähe? Jetzt habe ich ihn auch auf der Karte. Hä? Da ist irgendein Pokal. Ich glaube, das ist danach, oder? Warte, fahren wir mal dahin, oder? Er ist nicht auf der Karte gezeichnet. Jetzt ist er auch für mich weg. Ah doch, jetzt. Ich weiß nicht, ob wir da schon hin können. Aber wir bräuchten mal befestigte Straßen. Ah, da vorne kommen befestigte Straßen. Schauen wir mal, ob wir da hin können. Bisschen erkunden. Wir nehmen die Abkürzung. Boah, wenn das mein Königsegg wäre, ne? In echt, gute Nacht. So will ich nicht fahren. So. Mal schauen, ob der Pokal gleich wieder auftaucht. Haha, Tempo. Ja, ja, Tempo können wir mit dem. Freundeshighlight geschlagen. Schon wieder. Da muss sich jemand mal mehr anstrengen, ne? Jetzt hier bei der nächsten Abzweigung rechts, glaube ich, wären wir richtig. Boah, der Königsegg. Oh Gott. Da schaue ich einmal zu lange auf dem Königsegg und nicht auf die Straße. Puh. Also ich glaube, da vorne geht's rüber, ja. Da vorne. Und jetzt fängt es das Regen an. Da geht der schöne Minischeibenwischer vom Königsegg auch schon an.
allein das Auto, ne? Und dann noch der Name zu dem Auto. Der Wahnsinn. Königseck. So, da vorne ist der Pokal. Was auch immer der Pokal heißen mag. Vielleicht können wir... Na, da geht's die Serpentin hoch. Dann fahren wir doch einfach mal die Serpentin hoch. Auch mal zur Abwechslung keine Rennen, sondern einfach mal fahren. Ist ja auch nicht schlecht. Da ist auch irgendein Rennen anscheinend irgendwann mal. Vielleicht in der Zukunft. Mal schauen. Man merkt schon, jetzt komme ich ein bisschen besser mit dem Königseck klar als im letzten Video, weil, ja, muss man sich erstmal dran gewöhnen an die heftige Leistung und auch an das Handling von dem Auto. Weil bei schnellen Geschwindigkeiten ist man das sehr, sehr, ist es sehr gewöhnungsbedürftig, wie man richtig lenkt. Aber die Kulisse hier sieht echt schön aus. Mit schönen Serpentinen. Schön Motorradkurven eigentlich. Aber Motorrad kommt hier nicht so schnell durch. Tut mir leid. So. Oh, Nebel. Oh ja, heftiger Nebel. Zimmer mit Ausblick, Fotoaufgabe annehmen. Wahrscheinlich Fairmont Banff Springs Hotel. Kommen wir vielleicht noch vorbei. Da vorne, glaube ich, oder? Könnte sein, ja. Ja, da vorne. Das ist das Springs Hotel anscheinend. Oh, ein Bild. Von dem Guten. Gibt alles Punkte. Also allein das Erkunden bringt einem schon so schön Punkte. Hier schön mit dem Königseck. Ja, schön. Das nehmen wir. Gibt einem schon so viel Punkte und EP und Bugs, dass es halt auch dann Laune macht, weil es dazu anregt, einfach zu erkunden. Weil so viel gibt es jetzt auch ein normales Rennen mir. Das Ganze quasi. Wir haben bald Kult 2 sogar. Das geht anscheinend ziemlich schnell mit den Kulträngen. Rüber zum nächsten Kultrang. Oh, ey, stopp! Entschuldigung. Hier ist dieser Pokal. Ha. Darauf läuft's hinaus. Du gegen unseren alten Freund Clarence. Pro Racing. Um die Meisterschaft. Alles, was du gelernt hast, wirst du brauchen. Fahre gut und du schaffst das. Fahre schlecht und du wirst nie erfahren. Familienfortschritt 18. Ich weiß schon, worauf ich Prozent und ich brauche mindestens 70 anscheinend. Bestenliste ansehen. Ah, okay. Der gute Kollege hat es schon gefahren mit dem Red Bull Fahrzeug. Flugzeug anscheinend. 6 Minuten. Weltrekord liegt bei 4 Minuten 30. Heftig. Okay, also darauf läuft's hinaus, den Champ zu besiegen. Also quasi als letzte Herausforderung, bevor man das Spiel wahrscheinlich dann offiziell geknackt hat. Und man braucht mindestens 70% des Fortschritts komplett. Wahrscheinlich abgeschlossene Aktivitäten, um dorthin zu kommen. Das ist gut zu wissen, ja. Weil, wenn wir das mal machen wollen, wir wissen wo. Heftig. Wie das allein ausschaut da mit den Wolken und allem. Boah. Boah. Wunderschön. Da machen wir doch ein Foto, oder? So, oh ja. Oh ja. Dann machen wir gleich mehrere Fotos. So. So. Gut. Haha, ein paar Fotos gemacht. Das ist eine ganz coole Funktion.
Gut, dann würde ich sagen, mehr oder weniger ein etwas kurzes Video, aber mal ein bisschen erkundet und geschaut, was es so gibt auf dem großen Berg. Ich glaube, das ist einer der nördlichsten Berge, die es so gibt. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Verpasst nicht die Livestreams, die jetzt dann kommen. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.